Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Breath of the Wild. In der letzten Folge haben wir nicht im Haus gestartet, sondern draußen. Also beendet. Aber das war jetzt nötig, weil es Nacht ist. Denn ich war nochmal wieder unterwegs und habe mir ein Reiseschwert besorgt. Nice, oder? Und einen Krugfächer. Denn wir haben ja noch einen Schrein im Wasser. Und ein Krugfächer ist dazu da, um ein Floß anzutreiben. Genau, exakt. Zwischendurch war wieder Blutmond. Ich war nicht so lange unterwegs. Ich habe noch Reisebögen gesammelt. Und weil ich diese Reisebögen gesammelt habe, habe ich ein Lager gefunden, in dem ein Reiseschwert lag. Ein Reiseschwert, ein Reisebogen und ein Reiseschild. Den Schild habe ich natürlich nicht eingesammelt, weil der nicht nötig war. Aber die Bögen, die sind jetzt gute Verbrauchsgegenstände. Der Soldatenbogen geht ja beim nächsten Hit kaputt. Und den Kirchenbogen werde ich ja nicht benutzen. So. Ich habe die hier, die Zitterflügler und die Zitterlibelle, beide ins Journal aufnehmen können mit Speichern und Resetten. Und die Fettkröte auch, die ja 100 Rubine gekostet hat. Und gleich mal drei neue gefunden. Ironischerweise. Alles gar nicht mal schlecht. So. Ja, mehr ist eigentlich nicht passiert, glaube ich. Ich habe noch ein bisschen was an Essen verbraucht, aber das ist nicht schlimm, denn das wird immer voll sein, wenn ihr irgendeine Folge habt. Ich werde nie in Essensnot sein onscreen. Ansonsten werde ich halt was kochen. So! Ja, das Soldatenschwert reicht so. Effekt. Ih, dunkel und Regen. Stimmt, deswegen bin ich ins Haus gegangen, wegen beidem. Gut. Theoretisch kann ich jetzt mal den Reisebogen rausnehmen. Falsch. Suchobjekt ändern. Was könnten wir denn mal suchen? Übrigens, Ipona hier als Pferd nochmal fotografiert. Finally. Bin halt auch mal da hinten gewesen, hab sie dann halt glatt gleich mal fotografiert. Und das ist echt eine gute Frage. Ich würde sagen, das wird sowieso nie sein. Aber sobald wir einen Kopf wie... Ich frage mich ja, ob... Wie ist es eigentlich mit, Jägerkämpfern? Die sind ja böse, aber ob wir die auch fürs Journal fotografieren können? Naja, da steht ja eigentlich grüne Hochebene, dementsprechend lasse ich das auch mal. Was können wir denn mal machen? Boomerang! Einen weiteren Boomerang wäre cool. So, sobald uns ein Boomerang unter die Augen tritt, wird es markiert. Das heißt, ich kann mal unseren Boomerang auch mal öfter benutzen, damit ich auch weiß, wann es Nachschub gibt. Schön. Ja, die Folge machen wir jetzt mal ganz viel Nebenquests, aber in der nächsten Folge gehen wir dann safe nach Kakariko. Das ist auf jeden Fall klar. Nebenquests oder Schreine? Das ist jetzt wieder die Frage. Zu dem kommen wir halt mit einem Floß. Ich weiß auch schon, wo eins steht. Aber zu dem müssten wir halt über die Berge. Gehen wir erstmal hier runter. Nebst dessen gibt es natürlich auch dieses fette Bockblin-Lager. Boah, Alter, man sieht ja fast gar nichts mehr. Das fette Bockblin-Lager. Und das können wir auch mal wieder clearen dann. Dann kann ich auch endlich das Foto der Exzellenz machen. Fototechnisch habe ich natürlich auch wieder was nachgeholt. Das Reiseschwert ist schon drin. Und ich habe, glaube ich, irgendwas anderes noch nebst den Materialien fotografiert. Ich habe auf jeden Fall viel drin. So. Das war echt chillig. Die Frage ist natürlich, was ist hier? Und wie schnell kommen wir dann noch dahin? Man könnte natürlich jetzt mittlerweile auch statt dem Boomerang Schatztruhen. Ja, komm. Boomerang ist ganz nett, aber Schatztruhen sind sogar noch besser. Ich kann mir sogar vorstellen, dass da schon gleich wieder was blinkt. Tatsache. Hä, wo bist denn du jetzt?
In die Richtung. Hä? Ach, in die Richtung. Ah. Verstehe. Da hinten am Ufer scheinbar. Netz. Hier wollen wir hin. Was hast du denn da? Ein Stachel? Ein Knochen? Ich dachte gerade. Nee, das sind doch 24. Willst du mich verarschen? Ein 24er Bogen. Wie hoch ist denn da die Drop-Chance? Alter. Aber weil es nur Bocksachen sind, ist es wahrscheinlich super. Geht es wahrscheinlich super fix kaputt. Aber. Hier kommt sowas von ins Journal mit rein. Warum gibt es so viele Steine? Oh. Ja, passiert ja nichts da. Also, warum sollte ich die Steine denn aufheben? Was ist da? Augenscheinlich erstmal nichts. Moment. Ne, so weit kann ich nicht werfen. Wobei, da ist ja extra dieser Stein hier. Das probiere ich eben. Kommt doch bestimmt dann ein Krug raus. Das war, glaube ich, zu früh. Neuer Versuch. Okay, werfen tue ich instant. Ich darf nicht zielen. Das heißt, früh genug, aber auch nicht zu spät. Okay. Hat sich erledigt. Ja, im Wasserrennen war nicht sehr schlau. Das ist schon klar. Moment. Ist ja da. Das ist ja da. Ich sehe da keine Schatztruhe. Oder bin ich blöd? Nö. Dazu. Ne, Moment, jetzt geht's in die Richtung. Ist da eine Höhle? Es wird weniger. Ah! Ich muss nur noch rankommen. Ach, ich pfeife. Ich pfeife! So, nee. Hopp, hopp, hopp. So. Jetzt muss ich da nochmal rankommen. Blöde Aussage. Wenn man das hier hat. Noch einen. Ups. Ich bin auch so eine Pfeife, ne? Ich anstatt mich da mit dem Floß abzuplacken, hätte ich ja auch einfach mit den Dingens, mit dem Eis übers Wasser gehen können. Ach, warum denke ich da nie dran? Das ist aber auch eine nette Truhe, um die zu fotografieren, so eine Stahltruhe. Nicht schlecht. Neues hat weggefunden. Okay, geöffnete werden auf jeden Fall nicht angezeigt. Das heißt, hier ist noch eine. In die Richtung. Dann wahrscheinlich da hinten irgendwo. Oh Gott.
Ja, Schatztruhen zu suchen ist wohl eine Mammutaufgabe. Die kann ich da wohl offscreen machen. Ja, ich werde offscreen mit dem Sensor nach Schatztruhen gehen. Das ist onscreen mir zu viel. Wenn ich das offscreen, wenn ich das einfach, wenn wir spielen, ausmachen. Ich denke, so viel Besonderes wird da nicht sein, dass es da so großartig nützlich sein, von Nutzen sein wird. So, wenn die Eckbombe nicht runterrollt, dann werden wir den Bomben benutzen, sonst nehme ich den Hammer. Gut. Salzstein. Ja. Und ein bisschen Bernstein. Ah, da unten ist noch was. Sieht entweder wie ein Opal aus oder wie ein... Ja, ist ein Opal. Feuerstein, noch schlimmer. Davon haben wir jetzt auch genug. Also, hätten wir die Feuerstäbe nicht, dann müssten wir uns wegen Feuersteinen auf jeden Fall keine Sorgen mehr machen, um mal Feuer mitzuhaben. So. Ich will eigentlich lieber unten lang, um einfach mal zu gucken, was da ist. Möwen habe ich übrigens auch schon fotografiert. Naja, ich bin ja nicht von gestern. Hier unten lang mal ein bisschen erkunden. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier noch was Cooles ist. Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht. Nee, warum sollte ich auch hier langlaufen? Das war jetzt nur Feuerstein. Lame. Und Opal. Und Salzstein. Mit Salzstein, nicht Salzstein, sondern Steinsalz, kann man nochmal anfangen, was zu kochen. Aber Kochgedöns, ich weiß auch nicht. Herzen, dafür haben wir noch zu wenig, als dass es nützlich ist. Ich habe 2 Millionen Äpfel, die ich alle in super krasse Kochobst-Variationen verwandeln kann. Exile Force. Ein blauer. Und Ishirox. Den normalen Exile-Fuß habe ich auch noch nicht. Wie er damit wirft. Ist er falsch? Jetzt habe ich den anderen. Ja, gut, dann mache ich zuerst den anderen platt. Bevor der mir jetzt hier noch gleich Probleme macht. Moment, Quatsch, den hatte ich ja... Ah. Mist, den hatte ich ja noch gar nicht fotografiert, den anderen. Ja gut. Alter. Warte mal. Erz? Seltenes Erz. Das Foto vom Erz hatten wir noch gar nicht. Wir hatten nur das, wir haben jetzt das Foto von seltenem Erz bekommen, obwohl wir noch gar kein seltenes Erz hatten. Krass. Rauszoomen. Na, einmal angreifen. Das ist cool, aber lame. Das können wir mal nehmen. Aber ich will noch ein besseres. Greif ich mal an. Das ist gut. Dem auszuweichen ist nicht easy. Perfekt. Aber gibt nichts Neues. Schade. Puh. Dann werden wir als nächstes den Soldaten 2 Hände verbrauchen, damit der immer weg ist. Das wohl am besten werfen, oder? Jo. Au. Ha. Nichts Neues, schade. Warte mal, wenn wir seltenes Erz fotografiert haben, dann ist der Erzbrocken natürlich auch dabei. Jetzt frage ich mich natürlich, was es noch als letztes da gibt.
wenn zwei davon Ärzte sind. Ach, das fliegt so weit. Ja, da ich ja jetzt weiß, wo Hammer Nachschub ist, kann ich das auch mit dem Hammer kaputt machen. Erstmal ein Ishinrock. Tschüss. Well. Ich glaube, das ist auch ein Excel, oder? Der wäre schön. Was bist du denn? Oder bist du ein Typ? Es ist ein Exalfoss. Sogar ein blauer. Ih, was bist du denn? Genau. Nice. Hallo. Na komm. Hast du sogar Waffen in der Hand? Du hast Waffen in der Hand. Ich kann Waffen fotografieren. Na komm. Was machst du da? Greif an. Jetzt kann ich mehr Waffen fotografieren. Ich glaube, das ist ein Stachelschild, aber auf jeden Fall ist das andere. Den Reisezweihänder müssen wir natürlich noch behalten. Ah, die Stachellanze kaputt. Die extra Lanze. Sieht mir aus. Sieht mir ganz stark nach aus nach dem Stachelhammer. Nee, das ist auch ein anderer Schild. Ein extra Schild wahrscheinlich oder so. Nice. Nett. So. Ein Knochenbockschild. Kein Stachelbockschild, sondern ein Knochenbockschild. Oh, auf jeden Fall ein Bockschild. Ja, da ist der Schatten zwischen, aber naja. Der ist ja nicht drauf auf dem späteren Foto. Und ein Knochenbockstock. Also Knochen, nicht normal oder Stachel. Welchen Bock, den er wohl abgenommen hat? Oh mein Gott! Alter! Ich glaube, wir sind in einem Gebiet, in dem wir noch gar nicht hätten sein sollen. Aber die Gegner sind nicht stark genug, als dass das so ist. Krass, wenn der immer wieder kommt nach Blutmond, habe ich richtig nice. Wobei, es sind Boxwaffen, das heißt, die gehen eh schnell kaputt. Naja. Das lohnt sich also kaum. Ist das eine Höhle oder ein Durchgang? Das ist ein Durchgang, man hätte sogar schon lange sehen können. Moment, ah ne. Okay. Regen ist natürlich jetzt das ideale Wetter, um von A nach B zu kommen. Nicht. Zumindest von A nach O. Und mit O meine ich oben. Für die, die es nicht gerallt haben. Naja. Normalen Exalfoss. Wird wohl keine Problematik sein, da mal einen zu finden. Das ist es jetzt nicht, aber. Ach, da wieder dran zu denken. Man muss halt dann so viel denken, was man vor dem Archiv noch nicht hat. Das muss man alles dran denken. Aber ich glaube, das meiste habe ich jetzt schon. Also überall, wo kein Fragezeichen mehr ist, das habe ich jetzt auch schon fotografiert. Das würde mir sonst auch einfallen. Das ist eine Schwertkralle. Du dann auch. Gut. Lohnt sich echt nicht. So ein bisschen Steinsalz und Bärenstein damit kaputt zu machen. Das mit dem Leuchtstein war ganz nice. Regen, Regen, da kann ich die Wasche liegen. Ich glaube, hier kommen wir nicht mehr hoch, ne? Nee. Von hier aus müssen wir echt klettern.
Macht ein Spurtling eigentlich auch schneller beim Klettern? Guck mal, der ist rein genau genommen gar nicht mal mehr da drauf. Hatino-Insel. Ahorn-Halbinsel. Boah. Wenn dem wirklich so ist, dann dürfen wir das natürlich noch nicht benutzen. Okay, das nehme ich jetzt als Ausrede, um da nicht hinzugehen. Aber, ganz ehrlich, bei Regenklettern ist sowieso unmöglich. Von daher werden wir eh warten müssen. Wir haben ja, wir haben Exile Force, wir haben zwei geile Waffen und geile Waffe und ein Schild und das passt. Passt vollkommen. Und ich mache die Folge länger, keine Angst. Wenn wir nicht irgendwie großartig viel gemacht haben in dieser Folge, ein, zwei Schreine oder so mindestens, dann spiele ich dann natürlich auch ein bisschen länger. So. Die Frage ist runter nach Ateno und dort mal. Ja komm, wir suchen mal den Waffen an. Da. Einmal den Waffennarren, bitte. Denn das Reiseschwert haben wir ja. Ich hoffe, die anderen Waffen, die er möchte, haben wir entweder im Inventar oder schon im Verzeichnis. Aber wahrscheinlich. Was war denn das nochmal? Ist das der Drachenborn? Nee, das war eine Quest, die wir noch nicht angenommen haben. Genau. Nicht der Drachenborn, sondern der Flammenborn, nicht pfeife. So. So, vom Licht etwas weiß texturiertes Stück Ast habe ich gerade als Frucht empfunden. Ich weiß nicht, ob ihr das so gesehen habt. Aber gut. Wo war denn der Knirps da? Was ist meiner an? Hey, hallo! Hä? Oh! Hast du da etwa ein Reiseschwert? Toll! Darf ich mal sehen? Ja, gerne. Achso, hätte ich gar nicht tragen müssen. Oh, ich hätte nie gedacht, dass ich hier im Dorf mal sowas sehen würde. Dankeschön. Oh, ich habe was für dich. Hm, alles klar. Das war von meinem Opa. Er wollte, dass ich es dem gebe, der mir immer die Waffen zeigt. Alles in Ordnung. Dann machen wir weiter. Was wollte Opa noch gleich sehen? Gleich hab ich's. Genau, jetzt ist es mir wieder eingefallen. So. Das ist ja nice. Hast du schon mal einen Feuerstab gesehen? Sowas konnte ich bisher nur in Büchern bewundern, aber in echt noch nie. Wenn du so ein Exemplar findest, dann zeige es mir bitte unbedingt. Ja. Hä? Oh! Hast du etwa einen Feuerstab? Toll, darf ich mal sehen? Bitte, bitte. Ja. Wow, das sieht ja noch viel besser als auf den Zeichnungen aus. Dankeschön. Oh, ich hab was für dich. Vielleicht verdienst Geld. Ganz ruhig, ich hab's von meinem Opa. Ein kleines Dankeschön von ihm für dich. Kannst du noch was zeigen? Was sehen wir denn da? Also, ich hab's. Hast du schon mal von der Mobkeule gesehen? Ja, die habe ich schon mal gesehen, aber hab jetzt keine dabei. Aber in echt noch nie. Na gut. Dann habe ich auf jeden Fall was, was ich in Onscreen für einen Chica-Sensor benutzen kann. Mobkeule. Mobkeule. So. Was brauche ich denn als nächstes? Ah ja, das Reiseschwert. Das kann jetzt kaputt. Ich könnte es wegwerfen, aber wir haben sowieso gerade Platz. Aber. So, waffennah. Verborgene Kräfte. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ein Spielkamerad für Priko, das ist Kakariko. Das heißt, hier oben ist noch was.
Atikemare zu Rubello. Akala waren wir noch nicht. Da, das können wir mal machen. Denn mittlerweile haben wir ja genug Holz. Und dann können wir vielleicht wieder den Preis runter. Das hoffe ich ja inständig. Und wir waren auch immer noch bei dieser komischen Figur da hinten. Die hat ja auch noch eine Quest für uns, aus irgendeinem Grund, wenn wir da beten. Naja, das war so eine dunkle Figur. Ich hoffe, da müssen wir nicht irgendeinen Quatsch machen. Aber selbst wenn. Nachteil kriegen wir da nicht. Da ziehen wir daraus ja nicht, oder? Guckt ihr Hämmer. Die können wir uns jederzeit nehmen, wenn es bei irgendwie schlimm läuft. Hallöchen. Hast du 20 Holzstücke für dich? Ja, hier. Sehr gut. Dann nehme ich sie dir mal ab. Jetzt weiß ich, dass es dir ernst ist. Du kannst das alte Haus wie abgemacht für 3000 Rubine haben. Meld dich bei mir, wenn du Geld beisammen hast. Naja. Okay. Mansa möchte für einen Freund des Freundes wissen, wenn man auch weiß. Ja. Wie spontan mal. Gehen wir jetzt los und machen weiter? Dann würde ich spontan mal sagen, entweder muss ich warten, muss ich diese Quest ausgewählt haben, um dann mit Manda zu sprechen, oder ich muss warten, bis sie mein Licht vor der Rezeption des Dingens sitzt. Enten, ich glaube, Enten habe ich noch gar nicht fotografiert. Oh, die sind so weg. Mano. Moment. Wieso wird mir der Questgeber angezeigt? Du, und was? Primella. Oder Primella, bitteschön. Arbeite in der ganzen Sahel heiß ist. Ah, ja, ist klar. Gut. Vielleicht hier. Ja, bitte? Wie kann ich dienen? Sie machen das toll. Das ist sehr nett von Ihnen. Wenn Sie hier übernachten möchten, bitte treten... Ah, siehste mal. Dieses olle Rezeptionsgedöns. Das ist in anderen Spielen schon total nervig. Dass es andere Sachen gibt, wenn man vor dem Tresen steht. Naja, was mögen Sie so? Was soll das denn jetzt? Ich sag einfach irgendwas. Also, ich mag Heuschrecken. Am liebsten würde ich würde ich umgeben von 100 Ausdauerschrecken. Jetzt glaubt mit selig. Wie viel habe ich mittlerweile? 50. Schwer ist es nicht, die zu bekommen. Ein paar Grassteine dann einsammeln, aber 100. Oh Gott. Dann habe ich gar keine mehr. Ich wette, du unterhältst. Du hinterlässt bei Frauen einen ganz schönen Eindruck. Ich habe sie gefragt. Wie, du hast Fräulein Primella gefragt, was sie gerne hätte? Ganz locker bleiben, sonst merke er, dass es eigentlich um mich geht. Erzähl mir. Der Freund meines Freundes will immer noch wissen, was Fräulein Primella gerne hätte. Ausdauerschrecken und dann gleich 100? Natürlich, genau diese Verschrobenheiten machen Fräulein Primella so einzigartig. Aber du sagst, der Freund meines Freundes immer. Das war knapp, fast hätte ich mich verploppert. Aber 100 von denen zu fangen, wird ganz schön hart. Hey, kannst du mir nicht helfen? Ich bin sicher, für dich ist das ein Kinderspiel. Ich wäre auch erstmal mit 10 zufrieden, kriegst du eine Belohnung. Besagter Freund wäre dir echt dankbar. Ja, hier, klar, bitte. 10 ist ja kein Problem. Du hast schon die Ausdauerschrecken? Bei dir? Gib schnell her. Ich habe noch nie eine gefangen. Dann zeig mal die Ausdauerschrecken, die du gefangen hast. Oh, schade. 1, 2, 3. Das sind ja 10 Stück. Glaube ich. Dann nehme ich die mal. Und du kriegst das hier. Alter! Das hat sich gelohnt. Bei dem Rest werde ich. Den Rest werde ich dann sicher selber sammeln. Ich werde Fräulein Primella was? Ich werde mit Fräulein Primella glücklich werden. Das mit habe ich nicht gelesen. Ach! Ich kann das noch nicht mehr glauben. Ups. Jetzt habe ich die Katze wohl aus dem Sack gelassen. You don't say. Du bist aufmerksam.
Ich hab die, ja, die Reisenden an, die hier durchkommen, genau. Aber mit Fräulein Pirimella kann ihr sowieso keine andere mithalten. Da fällt mir ein, vor 100 Jahren soll es im Schloss Hyrule eine bildhübsche Prinzessin gegeben haben. Ich wette, die war mindestens genauso schön wie Fräulein Pirimella. Ach, bei dem Gedanken wird mir ganz... Wow. Okay. Traumhaus, Waffener... Was wär's, ne? Ja, was das ist, am Quell des Flusses, den die junge Brücke spannt, steigt der weiße Himmelsrache in die schwarze Nacht. Ey, Moment mal, das weiß ich doch. Der weiße Himmelsrache, den habe ich schon gesehen. Und der ist bei einer Brücke. Cool. Questtechnisch hätte ich sonst eigentlich nichts mehr gesehen. Ich war ja schon ein, zwei Mal durch die Gegend gelaufen, auch offscreen. Genau, die Tuschelnden. Mal wieder weggehen. Und nochmal wieder zuhören. Du wirst nicht glauben, was mein Kind neulich gehört hat. Im Hateno-Institut geht seit kurzem ein kleines Mädchen ein und aus. Ach, wie seltsam, wie kann das denn zustande kommen? Adoption? Ich weiß ja nicht. Das würde diesen Forschern gar nicht ähnlich sehen. Ob das Mädchen in Wirklichkeit... Nein, das kann nicht sein. Ach so. Ups. Okay. Wo war denn noch das Dingens? Hier. Dann schauen wir mal. Oh, man hat mich also nicht vergessen. Ist es denn möglich? Kannst du mich hören? Ja. Jetzt bin ich aber schon überrascht. Wofür betest du? Ein langes Leben? Wohlstand? Da bist du bei mir richtig. Ich bin eigentlich eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Ich gewähre Leben gegen Geld. Keine große Sache. Ist doch nichts dabei. Doch die Göttin Hylia sah das anders. Und so strafte sie mich mit dieser erbarmungslosen Gestalt. Einem Schatten meines früheren Selbstes. Im Dorf nennen sie mich nur die Dämonenstatue. Und es kommt noch nicht mal jemand vorbei, um die Erlassenschaft der Vögel wegzuputzen. Man könnte direkt ins Grübeln kommen, was man falsch gemacht hat, ob man nicht zu versuchen sollte, sich zu bessern. Aber nicht ich, kein Stück. Ich habe lediglich gewartet auf jemanden wie dich, der mich versteht. Mal genug davon. So sollen wir uns dann mal ans Tauschen machen? Bleib ganz ruhig stehen und beweg dich jetzt nicht. Ich habe eben nichts verlernt. Den Container habe ich ohne Probleme aus dir herausoperiert. Ey? Hallo? Ah, es ist schön, wieder angebetet zu werden. Ja, gib ihn zurück, Mann! Fühlst du dich ausgetrickst? Ich bitte dich, sieh dir mal das große Ganze an. Ich bin an einer langfristigen Geschäftsbeziehung interessiert. Da werde ich dich doch nicht übers Ohr hauen. Also, was darf's sein? Vielleicht habe ich es schon erwähnt, ich bin eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Daher nehme ich... Ah, oh. Ah! Das ist cool.
Du wirkst misstrauisch, aber sei gänzlich unbesorgt. Die Macht des Geldes versetzt mich in die Lage, deine Container zu tauschen. Und das funktioniert so. Zuerst verkaufst du mir für 100 Rubine einen deiner Container. Und willst du einen Container zurück, kostet es 120 Rubine. Also kostet das Tauschen nur 20 Rubine. Dafür kannst du dir aber aussuchen, ob du mir einen Herzcontainer oder einen Ostercontainer ob du das haben willst und geben willst. Bete einfach zu mir, wenn du Container tauschen möchtest. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, bitte. Wenn ich mal Ausdauer brauche, gehe ich hier hin. Aber solange ich sie nicht brauche, will ich Herzen. Das ist nicht schlecht, das ist wirklich ziemlich cool. Was mich aber auch ins Grübeln bringt, ob es wirklich 20 Herzen gibt. Ich kann mir nämlich jetzt gut vorstellen, dass es 17 Container gibt. Und man dementsprechend wechseln muss. Wenn man 20 Herzen haben will, muss man auf Ausdauer verzichten. Gut. Fände ich prinzipiell jetzt nicht so schlimm, aber naja. Okay, diese Folge haben wir doch ein paar Quests gemacht. Ah, eine Quest haben wir noch in Athena. Die können wir auch nochmal machen. Dann machen wir ein bisschen mehr. Die machen wir auch noch. Das war Rehe für Edelwild sammeln, ne? Genau. Ups. Jetzt auch wieder die Frage, hochporten und runterfliegen oder lieber hingehen einfach. Ich gehe jetzt hin, ich bin ja schon auf halbem Weg dahin. Achso, nur ein Wischmopp. Der Wischmopp ist genauso stark wie das Reiseschwert. Das sollte man mal überlegen. Kröten zählen auch, ne? Das heißt, Spurtränke kann ich mir auch mal ein paar machen, wenn ich einfach nur an einem Fluss immer wieder ein bisschen respawne. Spurtränke wären gar nicht mal so blöde. Ich laufe ja sowieso sehr viel. So. Ein verrostetes Schwert, alles klar. Liegt da einfach rum. Was natürlich auch sehr stärker ist, das Reiseschwert, aber naja. Das Reiseschwert sieht auch aus wie so ein Steinschwert. Von daher. Und wieder Regen. Ach. Ja, von denen sollte ich mir Folge für Folge echt ein paar machen. Dann kann ich nämlich immer onscreen Dinge wechseln. Oh, guck mal. Wieder ein Floß. So, Mann, ich möchte gerne eine Quest. Ja, gerne. Danke, du kannst sofort anfangen. Gibt's einen Trick? Der Trick besteht darin, einen starken Bogen zu verwenden, um den Hirsch mit nur einem Schuss zu erledigen. Außerdem ist es wichtig, dass du beim Anpirschen nicht entdeckt wirst. Und, denkst du, du schaffst es? Ja, ich fange sofort an. Na dann, ich verlasse mich auf dich. Ob der Regen wohl jetzt weg ist? Dann wollen wir mal mit der Hirschlag anfangen. Ich gebe dir Bescheid, wenn die eine Minute vorbei ist. Wie viele musste ich jetzt erledigen? Steht hier gar nicht. Okay. Aber trotzdem brauche ich ja noch einen ordentlichen Bogen. Wollen wir den so lange ausrüsten? Da sind alle E-One-Hit, da muss ich nicht mal den Kopf treffen. Nice, Edelwild. Der ist draufgegangen, oder? Ja, der ist draufgegangen. Edelwild. Na. Tja, lauf mir nicht in die Fresse, Witzbold. So, Nummer 3. Da habe ich noch einer, aber den habe ich verschreckt. Da ist aber noch einer.
Ne? Kommt das noch? Zeit ist um, kommt zurück. Ich hätte das Edelwild nicht einsammeln sollen. Ich denke, 4 sind zu wenig. Einfach durchrennen und abschießen, dann muss ich mich nicht großartig anpischen. Aber vielleicht reicht das ja schon. Das waren 4 Hirsche. Du bist kein schlechter Jäger. Hier deine Belohnung. Well. Tja, wir müssen die Zahl der Hirsche bald weiter reduzieren. Hilfst du mir weiter? Das ist auf jeden Fall eine gute Methode. Es ist wahrscheinlich auch das Einzige, was man hier dazu nützlich ist. Eine gute Methode, Edelwild zu sammeln. Und mehr ist das wahrscheinlich eh nicht. Moment. So. Wenn ich eine bessere Alternative habe, dann nehme ich natürlich die statt etwas zu anderes zu verbrauchen. So, dann will ich sagen, was mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Bajim. Bis dann.